Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial heute über die CAD- und Vernetzungssoftware Gmesh. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich dieses CAD-Modell und das dazugehörige vollständige Hexaedernetz in Gmesh erzeugt habe. Ich zeige noch einmal kurz das Endziel von diesem Projekt, und zwar ist das ein Hexaedernetz, das in der finiten Elemente-Software Elmer verarbeitet werden kann. Weiterhin trägt dieses FEM-Netz noch eine Besonderheit in sich, und zwar besteht es aus unterschiedlichen Teilbereichen, das heißt, es können auf unterschiedliche Teile dieses Körpers unterschiedliche Materialien zugewiesen werden. Ich zeige diese Bereiche einmal über Model und Summary, und wenn man hier ein wenig nach oben scrollt, sieht man, dass dieses Netz aus 7 unterschiedlichen Teilbereichen besteht, das heißt Body 1 bis Body 7, und somit könnten bis zu 7 unterschiedliche Materialien auf dieses Netz, das heißt auf Teilbereiche dieses Netzes, zugewiesen werden. Und im Folgenden möchte ich euch nun Schritt für Schritt zeigen, wie ich in Gmesh zu diesem Ergebnis gekommen bin. Ich verwende in diesem Tutorial die Gmesh Version 4.0.7 auf einem Windows 10 64-Bit Rechner. Als Texteditor zum luxuriöseren Arbeiten in Gmesh verwende ich den Texteditor Notepad++, und zwar in dieser Version 7.5.6. Und nun möchte ich mit dem eigentlichen Tutorial starten, indem ich in Gmesh ein neues Projekt anlege. Dafür gehe ich auf File und sage hier New. Ich gehe auf einen Arbeitsordner, diesen habe ich bereits angelegt, dieser heißt bei mir toMaterial_2, und als Dateinamen für dieses Geometriefile in Gmesh verwende ich ebenfalls toMaterial_2. Der Dateityp soll hier ein Geofile sein, das heißt, ich wähle hier als Endung .geo. Ich sage hier Speichern und werde direkt gefragt, welchen Kernel ich in Gmesh verwenden möchte. Ich möchte in diesem Tutorial mit dem OpenCascade-Kernel in Gmesh arbeiten. Nun habe ich hier ein leeres Zeichenblatt in Gmesh vorliegen, wo ich direkt mit dem Modellieren beginnen könnte. Ich möchte jedoch im ersten Schritt dieses eben erzeugte Geofile im Texteditor Notepad++ öffnen. Dafür gehe ich hier auf den Öffnen-Button. Mein Arbeitsordner wurde schon automatisch geöffnet. Hier ist dieses Geofile für Material 2. Ich sage hier einmal Öffnen und habe es nun im Texteditor genauso offen wie in der Gmesh-Software. Und hier steht auch schon der erste Eintrag drin, und zwar Set Factory Open Cascade, und zwar einfach aus dem Grund, da ich vorhin mich in Gmesh dafür entschieden habe, den OpenCascade-Kernel zu verwenden. Nun gehe ich wiederum in die Gmesh-Software. Ich öffne hier den Reiter Geometrie. Ich gehe hier auf Add und wähle hier das Punktwerkzeug. Mit diesem Punktwerkzeug kann ich Punkte im 3D-Raum definieren, und zwar anhand ihrer X-, Y- und ihrer Z-Koordinate. Die Z-Koordinate soll in diesem Beispiel jedoch immer 0 sein, weshalb hier unten bei Z ein Haken gesetzt ist, das heißt, die Z-Koordinate ist eingefroren. Nun wähle ich meine Punkte für diesen Sketch im Bereich der XY-Ebene. Mein erster Punkt wäre hier bei X ist gleich 0 mm und bei Y ebenfalls 0 mm. Ich füge diesen Punkt nun in die grafische Nutzeroberfläche von Gmesh ein, indem ich hier auf den Add-Button klicke. Mein nächster Punkt soll bei X ist gleich 3 mm sein, bei Y immer noch 0 mm, auch diesen Punkt füge ich ein. Und nun kann man schon sehen, dass sich hier in der grafischen Nutzeroberfläche etwas getan hat. Ich zoome mal hier ein wenig in den Bereich rein, ohne zu klicken, denn dabei wird ja ein Punkt entstehen. Und ich möchte nun diese grafische Nutzeroberfläche auf die XY-Achsen ausrichten. Dafür klicke ich hier einmal auf die Z-Achse. Und meine Skizze wurde entsprechend ausgerichtet, und man sieht hier unten am Koordinatensystem auch, dass ich auf die XY-Achse draufblicke. Mein nächster Zeichenpunkt liegt bei X ist gleich 16,5 mm. Die Y-Koordinate wäre 0 mm. Ich trage hier eine 0 ein und füge diesen Punkt ein. Nun gehe ich hier noch einmal um 3 mm nach unten, das heißt, ich wähle minus 3 und füge diesen Punkt ein. Nun geht es noch einmal nach links, und zwar auf minus 13,5 mm. Bei Y ist gleich minus 3, nehme ich keine Änderung vor. Ich füge noch diesen Punkt ein. Nun trage ich hier bei Y noch eine 0 an und füge diesen Punkt an. Nun habe ich das Gröbste schon geschafft. Ein paar, genau genommen 6 Punkte fehlen mir noch. Ein Punkt liegt bei X ist gleich 0 mm und Y ist gleich 15 mm. Ich trage auch diesen Punkt ein. Und gehe noch einmal 3 mm nach rechts, ich trage hier eine plus 3 ein, y bleibt bei 15 und wähle noch diesen Punkt. Nun brauche ich noch 4 Punkte, der nächste liegt bei 27,5 mm, y ist gleich 15, das passt soweit, ich füge diesen Punkt ein. Nun gehe ich noch einmal auf minus 15 mm in der y-Koordinate und wähle diesen Punkt. Nun geht es noch auf minus 22,5 mm, minus 15 ist korrekt, das lasse ich so, ich füge diesen Punkt ein und nun beseitige ich noch das Minus hier bei der Y-Koordinate auf plus 15 und trage diesen Punkt ein.
Nun sind sämtliche Punkte für diesen Sketch in der XY-Ebene eingetragen. Ich klicke hier einmal auf den Rahmen von Gmesh, betätige die Q-Taste auf dem Keyboard und beende damit das Punktwerkzeug. Nun klicke ich in den Texteditor, sage hier Aktualisieren und meine ganzen eben erzeugten Punkte, es sind in Summe 11 Stück, die Nummerierung beginnt bei 12 Stück sind es, die Nummerierung beginnt bei 1. Und hier habe ich nun auch die Möglichkeit, diese Punkte nachträglich zu bearbeiten. Beispielsweise könnte ich beim Punkt Nummer 12, ich möchte einmal herausfinden, welcher das hier in der grafischen Nutzeroberfläche ist, dafür gehe ich auf Tools, Optionen, ich gehe auf Geometrie, Visibility, Point Labels, hier setze ich einen Haken, nun sind die ganzen Punkte beschriftet und ich kann hier die Zuordnung zwischen der grafischen Nutzeroberfläche und diesen Einträgen erleichtern. Und nun möchte ich einmal den Punkt 12 nachträglich bearbeiten, das wäre dieser hier oben. Hier möchte ich einmal auf die Y-Koordinate plus 30 mm gehen. Ich trage hier 30 ein, speichere diese Änderung am Geofile hier über den Speicherbutton einmal ab, reloade nun das Skript in Gmesh und hier wäre nun dieser Punkt 12 auf plus 30 mm in der Y-Koordinate verschoben worden. Diese Änderung möchte ich wieder rückgängig machen, das heißt ich trage hier wieder eine 15 ein, speichere auch diese Änderung wieder ab, reloade das Skript in Gmesh. Und der Punkt liegt wieder an der Stelle, wo er eigentlich auch hin soll. Nun möchte ich diese ganzen Punkte hier im 3D-Raum mit Linien verbinden, um damit später Flächen zu generieren. Dafür wähle ich mir das Line-Werkzeug. Ich fange nun den Punkt Nummer 11, klicke ihn einmal an, er ist rot hervorgehoben. Ich gehe nun auf den Punkt Nummer 10 und es wurde eine Linie eingefügt. Anschließend geht es vom Punkt 10 senkrecht nach oben auf den Punkt Nummer 9. Ich fange diesen. Anschließend geht es waagerecht nach links auf den Punkt Nummer 8. Von dort geht es senkrecht nach unten auf den Punkt Nummer 2, wiederum ein kleines Stückchen waagerecht nach rechts, einmal senkrecht nach unten vom Punkt 3 auf den Punkt 4, anschließend von dort auf den Punkt 5, wiederum ein kleines Stückchen senkrecht nach oben auf den Punkt 6, von dort auf den Punkt, na welcher ist denn das? Das ist der Punkt 1, wiederum nach oben und damit verbinde ich nun diese ganzen Punkte, eine Linie fehlt mir noch und zuletzt möchte ich auch zwischen diesem Punkt welcher ist denn das? Das ist der Punkt 7 und zwischen dem Punkt 8 eine weitere kleine Linie einfügen. Damit sind meine ganzen Linien definiert und ich betätige die Q-Taste auf dem Keyboard, um dieses Linienwerkzeug zu beenden. Ich klicke wieder in den Texteditor rein, um ihn zu aktualisieren und meine ganzen Linien sind nun hier eingetragen. Nun habe ich immer noch dieses Koordinatensystem hier in der grafischen Nutzeroberfläche. Das stört mich nun ein wenig, da man Linien relativ schlecht erkennen kann. Dementsprechend mache ich hier unten auf dieses Open hier einmal einen Klick. Hier ist nun ein Haken bei Access, diesen entferne ich einmal und habe damit das Koordinatensystem ausgeblendet. Nun möchte ich aus diesen ganzen Linienzügen hier Flächen konstruieren, die ich später aufpolstern kann, um Volumina zu generieren. Für die Generierung von Flächen gibt es hier das Werkzeug Plane Surface. Dieses klicke ich an. Und ich wähle diese äußere Kante hier, das wäre die Linie Nummer 12. Es ist kein geschlossener Linienzug, den ich gewählt habe, das heißt ich muss noch die Linie Nummer 10 anklicken. Nun hätte ich die Möglichkeit eine Fläche zu generieren, das möchte ich auch machen, indem ich hier die E-Taste auf dem Keyboard drücke und es wurde eine Linie eingefügt, zu sehen an diesen gestrichelten Linien. Ich möchte noch eine weitere Fläche generieren, ich wähle noch einmal die Linie Nummer 10 und nun noch die Linie Nummer 13, ich klicke noch einmal die E-Taste. Und eine weitere Linie wurde eingefügt, diese ist hier an diesen kleinen gestrichelten Linien zu sehen und hier ist ein kleiner Versatz drin, um den Unterschied besser sehen zu können. Damit bin ich mit dem Flächenwerkzeug auch schon fertig, ich betätige die Q-Taste auf dem Keyboard, beende damit das Werkzeug, ich klicke einmal in den Texteditor, um ihn zu aktualisieren und meine ganzen Flächen sind nun hier eingetragen. Diese bestehen im Grunde erstmal aus einem Curve Loop, das heißt aus einem Loop von Linien, damit hier aus einzelnen Linien ein Linienzug entsteht. Und anschließend ist aus diesem Linienzug eine Plane Surface entstanden, hier einmal mit dem Tag 1 und später nochmal mit dem Tag 2. Und ich kann mir diese Flächen auch in der grafischen Nutzeroberfläche anzeigen lassen. Dafür gehe ich auf Tools, wähle hier die Optionen. Ich bin im Eintrag Geometrie, Visibility, ich wähle hier Surface Labels. Bei Point Labels schalte ich einmal aus und nun sehe ich, dass ich hier die Fläche Nummer 1 habe und die Fläche Nummer 2. Diese Fläche möchte ich nun aufpolstern, um daraus Volumina zu generieren. Dafür klappe ich hier einmal diesen Add-Bereich ein und gehe hier auf den Eintrag Extrude. Ich möchte nun das Translate-Werkzeug verwenden und hier muss ich verschiedene Einstellungen vornehmen.
In den ersten drei Textfeldern hier kann ich die Extrusionstiefen definieren, mit denen ich arbeiten möchte. Ich möchte entlang der X-Richtung mit 0 mm extrudieren, entlang der Y-Richtung ebenfalls mit 0 mm und entlang der Z-Richtung möchte ich um 5 mm extrudieren und dabei möchte ich das Netz mitnehmen. Das heißt, ich möchte in Summe drei Netzlayer erzeugen. Weiterhin ist hier hinten Recombine ausgewählt, um aus Dreiecken Vierecken zu generieren. Hier unten habe ich nur noch eine Auswahlhilfe, wo ich auswählen kann, welche Art von Geometrieeinheiten ich extrudieren möchte. Wenn ich Punkte hier eintrage, kann ich nur Punkte auswählen in der grafischen Nutzeroberfläche und wenn Punkte extrudiert werden, entstehen Linien. Weiterhin könnte ich hier Curves, das heißt Linien, auswählen. Wenn ich Linien extrudiere, entstehen Flächen. In diesem Fall möchte ich jedoch Surfaces auswählen, woraus Volumina entstehen. Ich wähle hier einmal die Fläche Nummer 2, drücke die E-Taste auf dem Keyboard und die Extrusion wurde durchgeführt. Man sieht auch hier, dass ein Volumen entstanden ist, und zwar an dieser Kugel und an der Beschriftung Volume 1. Ich wähle noch diese Fläche hier, das ist die Fläche Nummer 1, drücke die E-Taste auf dem Keyboard und auch diese und ein weiteres Volumen, das Volumen Nummer 2, wurde generiert. Ich kann hier auch die Beschriftung von den Volumina und die gesamte Beschriftung hier in den Flächen ein wenig anpassen, damit es übersichtlicher wird. Dafür gehe ich auf Tools, Optionen, auf den Eintrag Geometrie, Visibility, Surface Labels, diese möchte ich nicht mehr sehen, mich interessieren eigentlich nur noch Volume Labels. Ich kann hier auch die Farbe dieser Volume Labels anpassen, dafür gehe ich hier einmal auf Color. Die Volumes sollen nun nicht mehr mit grüner Farbe beschriftet werden, sondern sagen wir mit einer roten Farbe. Etwas röter, dies hier ist ganz schön, ich sage okay, und die Volumina-Beschriftung sind in einer anderen Farbe auf dem grafischen, in der Nutzeroberfläche zu sehen. Ich schließe einmal dieses Optionsmenü hier wieder und möchte weitere Extrusionen durchführen, und zwar um 20 mm in die positive Z-Richtung. Es sollen nun 16 Netzlagen erzeugt werden, wiederum an Flächen, das Netz soll mit extrudiert werden, Recombine ist ausgewählt und ich wähle nun einmal die Fläche Nummer. Na, das war die Fläche Nummer 11. Drücke die E-Taste, dabei ist das Volumen Nummer 3 entstanden. Das merke ich mir mal, das brauche ich später noch einmal. Und ich wähle noch diese Fläche und drücke die E-Taste. Nun möchte ich noch einmal um 5 mm entlang der positiven Z-Richtung extrudieren, wiederum mit drei Netzlagen. Ich wähle einmal hier diese Fläche aus, drücke die E-Taste, ein weiteres Volumen, das Volumen Nummer 5, ist entstanden. Zuletzt wähle ich noch diese Fläche hier, die Fläche 46, drücke die E-Taste und eine weitere Extrusion wurde durchgeführt. Nun fehlt mir noch eine letzte Extrusion entlang der Y-Richtung, das heißt, ich trage bei DZ eine 0 ein und bei Y wähle ich plus 15 mm. Ich möchte dabei Z6 Netzlagen erzeugen und ich möchte diese Fläche hier, das wäre die Fläche Nummer 26, extrudieren. Ich drücke die E-Taste auf dem Keyboard. Die Extrusion wurde durchgeführt und ich beende das Werkzeug über die Q-Taste. Nun klicke ich wieder in den Texteditor, um ihn zu aktualisieren, und meine ganzen Extrusionen sind nun hier drin eingetragen. Nun ist meine Geometrie auch schon fertig modelliert und ich kann mich der Vernetzung zuwenden. Dafür werfe ich im ersten Blick einmal einen Blick in meine Vernetzungseinstellungen über Tools Optionen. Ich gehe auf den Reiter Mesh und auf General, um hier meine ganzen Extrusionsspezifikationen vorzunehmen. Die 2D-Vernetzung soll mit Delaunay for Quartz passieren, das ist immer noch experimentell, funktioniert jedoch einwandfrei. Meine 3D-Vernetzung soll mit Delaunay erfolgen, das ist die Standardeinstellung. 2D-Recombination-Algorithmus lasse ich auf der Standardeinstellung Blossom, weiterhin ist hier ein Haken bei Recombine ausgewählt. Und um sicherzustellen, dass ausschließlich Hexaeder-Elemente entstehen und keine Prismen, habe ich hier noch All Hexas ausgewählt. Smoothing Steps verwende ich keine, Element Size Factor, damit könnte man die Elementgröße beeinflussen, lasse ich auf der Standardeinstellung 1. Meine minimale Elementgröße ist 2 mm, meine maximale Elementgröße ist 5 mm und Element Order verwende ich hier Element Order 1, das heißt, ich erzeuge ein First Order Netz, denn ein Second Order Netz ist in Hexaedernetzen in Elmer nicht verarbeitbar. Nun probiere ich einmal aus, was sich dabei in der Vernetzung tut. Ich klappe hier den Mesh-Eintrag einmal auf. Ich wähle die ganze Kantenvernetzung. In der grafischen Nutzeroberfläche ist nichts zu sehen. Das liegt an den Sichteinstellungen. Ich gehe hier mal auf Visibility und setze hier einen Haken bei Nodes. Und nun ist zu sehen, dass die ganzen Kanten vernetzt wurden. Den Haken entferne ich einmal wieder. Ich will also mir die ganzen Flächen vernetzen. Auch diese lasse ich mir anzeigen.
Die Flächen wurden offensichtlich vernetzt und zuletzt lasse ich mir noch die Volumina vernetzen. Und hier wurde die Vernetzung auch schon durchgeführt. Nun habe ich schon ein relativ schönes Netz vorliegen, das sich schon wunderbar für eine Analyse eignen würde. Um die ganze Sache jedoch etwas spannender zu machen, möchte ich entlang von diesen Kanten hier, das heißt im Bereich des blauen Netzes hier, eine Netzverfeinerung einfügen. Dafür schließe ich hier einmal dieses Optionsmenü. Reloade einmal das Skript in Gmesh, damit habe ich die Vernetzung wieder rückgängig gemacht und möchte nun über Kanteneinstellungen hier Netzverfeinerungen einfügen. Dafür klappe ich hier einmal den Bereich bei Mesh Define auf. Ich gehe hier auf den Eintrag Transfinite und ich wähle hier Transfinite Curve. Ich möchte hier nun, sagen wir, drei Knoten je Kante haben. Durch All Hexes Einstellungen werden das später sechs. Bei Type möchte ich Bump verwenden, das heißt gleich verteilt. Und ich wähle einmal diese Kante hier aus, diese hier, weiterhin noch diese beiden kleinen Kanten hier und diese beiden. Und diese ganzen kleinen Kanten hier in den Randbereichen, das heißt diese beiden noch. Und das Ganze auf der gegenüberliegenden Seite. Nun müsste ich alle erwischt haben, sieht ganz gut aus. Ich betätige einmal die E-Taste auf dem Keyboard, um diese Auswahl zu bestätigen und kann nur noch weitere Kanten nachträglich verfeinern. Ich wähle hier nun einen Eintrag von 13 Knoten je Kante und diese Einstellung möchte ich auf diese Kante hier anwenden, auf diese hier und auf die beiden gegenüberliegenden. Das Ganze noch auf der gegenüberliegenden Seite, das heißt hier bei diesen hier. Und auf diesen hier möchte ich es ebenfalls noch anwenden, das heißt immer auf den oberen. Diese beiden hier noch. Und das ist die letzte gewesen. Ich sehe mir das Ganze noch einmal an. Ich glaube, ich habe alle erwischt. Ich drücke die E-Taste auf dem Keyboard, um die Auswahl zu bestätigen. Und ich möchte noch eine letzte Verfeinerung mit 26 Knoten, das heißt 52 am Ende einfügen. Und zwar einmal auf dieser Linie hier. Na, auf dieser Linie 26. Dann noch auf dieser Linie 66 und auf der Linie Nummer, na, welche? 106. Ich drücke wiederum die E-Taste zur Bestätigung. Ich drücke noch die Q-Taste, um das Werkzeug zu beenden. Ich klicke in den Texteditor, um ihn zu aktualisieren. Und lasse mir einmal das Ganze vernetzen. Ich lasse mir meine ganzen Kanten vernetzen. Ich lasse die Flächen vernetzen. Und ich lasse das Volumen vernetzen. Das dauert schon einen kleinen Augenblick und man sieht deutlich, dass hier eine Netzverfeinerung im Bereich des blauen Netzes eingefügt wurde. Nun möchte ich einmal die Statistik dieses Netzes ein wenig begutachten. Dafür gehe ich auf Tools und wähle hier Statistics. Ich habe nun 158.853 Knoten erzeugt. Diese Zahl, die merke ich mir einmal. 158.800. Ich schließe dieses Menü hier und möchte nun meine einmal sicherstellen, dass ich hier keine doppelten Knoten drin habe. Denn ich habe ja hier unterschiedliche Körper drin liegen und der Verdacht liegt nahe, dass an den Grenzflächen jeweils zwei Knoten aufeinander liegen. Dafür, um das zu testen, möchte ich erstmal meine Vernetzung im Textskript automatisieren. Dafür wähle ich den Befehl Mesh 3, das heißt na, Mesh Leerzeichen 3 und einen Strichpunkt. Damit wird die Volumenvernetzung aktiviert und zuletzt wähle ich noch den Befehl Coherence Mesh. Mit Coherence Mesh werden Knoten mit identischer ID vereinigt. Ich speichere diese Änderung am Geofile einmal ab, überspeichern und reloade das Skript in Gmesh und nun müsste die Vernetzung automatisch durchgeführt werden. Das müsste auch schon passiert sein. Ich gehe einmal auf Statistik. Und man sieht, dass die Knotenanteil eindeutig auf 152 reduziert wurde. Das heißt, es waren doppelte Knoten vorhanden, die später dazu geführt hätten, dass dieses Netz in Elmer nicht ordentlich verarbeitet werden kann, beziehungsweise keine Verbindung zwischen den unterschiedlichen Netzbereichen existiert. Nun schließe ich einmal hier dieses Statistikmenü und möchte dieses Netz exportieren. Dafür gehe ich auf File und wähle hier Export. Ich bin schon in meinem Arbeitsordner toMaterial-2. Und als Netztyp möchte ich hier UNV verwenden, das heißt, ich wähle als Dateiname toMaterial-2.UNV. Ich sage hier einmal Speichern. Bei Save All Elements und Save Groups of Nodes habe ich überall keinen Haken gesetzt. Ich sage hier einmal OK. Das dauert nun schon einen kleinen Augenblick und ich möchte testen, ob ich dieses Netz in Elmer laden kann. Dafür schließe ich einmal Elmer, starte es wiederum neu.
Maximiere es einmal, gehe hier auf den Öffnen-Button und navigiere zu meinem Arbeitsordner toMaterial_2. Hier ist nun dieses eben erzeugte Netz toMaterial_2.unv und dieses öffne ich einmal. Das Öffnen dauert schon einen kleinen Augenblick und es konnte anstandslos geöffnet werden. Ich werfe wiederum einen Blick auf Model Summary und dort sieht man, dass wiederum 7 Körper vorhanden sind, das heißt, ich könnte 7 unterschiedliche Materialien zuweisen. Eine weitere Besonderheit ist hierbei in der Bounding Box zu sehen. Meine Abmessung in der X-Koordinate reicht von minus 22,5 Metern, denn in Elmer findet alles in SI-Einheiten, das heißt Längeneinheit Meter statt, und diese reicht bis 27,5 Einheiten. Das heißt, ich müsste in Elmer das Netz um den Faktor 1000stel verkleinern, um auf die ursprünglichen Längen von minus 22,5 mm bis plus 27,5 mm zu kommen. Allerdings dieses Prozedere werde ich in einem separaten Video zeigen. Damit bin ich auch schon am Ende dieses Tutorials angekommen und ich würde mich freuen, wenn ich damit dem einen oder anderen weitergeholfen habe.